Hallo liebe Schüler, ich hoffe, dass es euch allen gut geht. Wir fangen heute an mit Karaoke. Hör und sing gleich mit. So, und jetzt machen wir eine Wiederholung von der letzten Stunde. Also, wir haben über mein und über die Personalpronomen gesprochen. Hier haben wir Nomen im Maskulin, Neutrum, Feminin und Plural. Wo ist denn mein Mantel? Mein Mantel. Er ist nicht hier. Wo ist denn mein Kleid? Es ist nicht hier. Wo ist denn meine Jacke? Sie ist nicht hier. Wo sind denn meine Stiefel? Sie sind nicht hier. Wir schauen jetzt, was Hanna und Heike machen. Schaut bitte erstmal die Bilder an. Kaufhaus. Da kann man einkaufen gehen. Alles für die Schule. Das hier sind Schulsachen. Schulsachen. Das hier ist eine Gitarre. Die Gitarre. Und hier sind die Spielsachen. Damit kann man spielen. Die Spielsachen. Okay, hört bitte jetzt zu und ordnet die Bilder zu. Lektion 15. 3. Du, Hanna, was machst du denn jetzt? Ich muss nach Hause Gitarre üben. Schade. Dann kannst du nicht mitkommen. Ich muss nämlich noch ein paar Sachen für die Schule kaufen. Natürlich komme ich mit. Du musst aber doch Gitarre üben. Das kann ich auch später machen. Wir gehen doch ins Kaufhaus, oder? Ja, klar. Also los. Es ist ja nicht weit. Da sind wir schon. Kaufhaus Top. Los, rein. Wo sind denn nur Schule? Wo finde ich nur Sachen für die Schule? Sieh mal, da sind Spielsachen. Da gehen wir hin. Hanna, ich brauche Schulsachen, nicht Spielsachen. Ich weiß, Heike. Erst kaufst du deine Schulsachen und nachher gehen wir zu den Spielsachen, okay? Also gut. Aber wo gibt es... Da drüben gibt es Schulsachen. Ach ja, richtig. Okay, wir hören noch einmal zu. Lektion 15. 3. Du, Hanna, was machst du denn jetzt? Ich muss nach Hause Gitarre üben. Schade, dann kannst du nicht mitkommen. Ich muss nämlich noch ein paar Sachen für die Schule kaufen. Natürlich komme ich mit. Du musst aber doch Gitarre üben. Das kann ich auch später machen. Wir gehen doch ins Kaufhaus, oder? Ja, klar.
Also los, es ist ja nicht weit. Da sind wir schon, Kaufhaus Top. Los, rein! Wo sind denn nur Schule? Wo finde ich nur Sachen für die Schule? Sieh mal, da sind Spielsachen. Da gehen wir hin. Hanna, ich brauche Schulsachen, nicht Spielsachen. Ich weiß, Heike. Erst kaufst du deine Schulsachen und nachher gehen wir zu den Spielsachen, okay? Also gut, aber wo gibt es... Da drüben gibt es Schulsachen. Ach ja, richtig. Okay, wir ordnen jetzt die Bilder zu. O. L. E. Ja, prima. Schule. Das Wort war Schule. Wir machen weiter mit 3b. Schreib diese Wörter auf Karten. Bitte schreibt diese Wörter hier auf Karten. Leg die Karten auf den Tisch und dann hör die Geschichte noch einmal. Wenn du ein Wort hörst, musst du die Karte hochheben. Zum Beispiel, wenn du Kaufhaus, Schule, Spielsachen, Gitarre hörst, dann musst du das Wort hochheben, so wie er hier. Lektion 15. 3. Du, Hanna, was machst du denn jetzt? Ich muss nach Hause Gitarre üben. Schade, dann kannst du nicht mitkommen. Ich muss nämlich noch ein paar Sachen für die Schule kaufen. Natürlich komme ich mit. Du musst aber doch Gitarre üben. Das kann ich auch später machen. Wir gehen doch ins Kaufhaus, oder? Ja, klar. Also los, es ist ja nicht weit. Da sind wir schon, Kaufhaus Top. Los, rein! Wo sind denn nur Schule? Wo finde ich nur Sachen für die Schule? Sieh mal, da sind Spielsachen. Da gehen wir hin. Hanna, ich brauche Schulsachen, nicht Spielsachen. Ich weiß, Heike. Erst kaufst du deine Schulsachen und nachher gehen wir zu den Spielsachen, okay? Also gut, aber wo gibt es... Da drüben gibt es Schulsachen. Ach ja, richtig. Also, Hanna möchte Schulsachen kaufen. Sie sind in der Schreibwarenabteilung. Hör zu und schau das Bild an. Lektion 15. 4. Verehrte Kunden, Sonderangebote in unserer Schreibwarenabteilung. Alles für die Schule. Zum Beispiel 10 Hefte nur 5 Euro. 3 Blöcke nur 2 Euro. Blätter 20 Stück nur 1 Euro. Zum Malen, Zeichnen und Basteln Farbstifte 10 Farben für 6 Euro. 5 Radiergummis nur 2 Euro. 6 Pinsel nur 4 Euro. 2 Scheren nur 3 Euro. Und nach den Hausaufgaben zum Entspannen öfter mal ein Buch lesen. Wir haben Bücher, Comics und spannende Geschichten. Das Stück nur 1 Euro. Okay. Lies jetzt bitte die Schilder. Ich lese auch vor. Farbstifte, 10 Farben, 6 Euro. 10 Hefte, 5 Euro. Blätter, 20 Stück, 1 Euro. 5 Radiergummis, 2 Euro. 2 Scheren, 3 Euro. 6 Pinsel, 4 Euro. Bücher, Comics und Geschichten, Stück 1 Euro. 3 Blöcke,
2 Euro. Und hör noch einmal zu und zeig auf dem Bild mit. Lektion 15. 4. Verehrte Kunden, Sonderangebote in unserer Schreibwarenabteilung. Alles für die Schule. Zum Beispiel 10 Hefte nur 5 Euro. 3 Blöcke nur 2 Euro. Blätter 20 Stück nur 1 Euro. Zum Malen, Zeichnen und Basteln Farbstifte 10 Farben für 6 Euro. 5 Radiergummis nur 2 Euro. 6 Pinsel nur 4 Euro. 2 Scheren nur 3 Euro. Und nach den Hausaufgaben zum Entspannen öfter mal ein Buch lesen. Wir haben Bücher, Comics und spannende Geschichten. Das Stück nur 1 Euro. Also, wir haben gehört, dass in der Schreibwarenabteilung viele Schulsachen gab. Also Farbstifte, Hefte, Blätter, Radiergummis, Scheren, Pinsel und Bücher. Hier ist also der Pluralform von Nomen. Praekeme Schumsin Eemrambe. Poeshohim Tsenadjudjermane Paska Tisa Barisat Schumset. Пошамбу е ера кто понадрушан еде занурја бод а ме омлаут са на е кеме ни емар и цели нук андрушуар фаре до сад нејд сигур на нејс а што еде на шонас пра кога диса емра на джон джермане че нук ndryshojnë, janë të njëjtë, si në njëjës, ashtu edhe në shëmës. Vetëm njëja ndryshën, pra, veshojmë se gjithë emrat në shëmës kanë njëjën di. Dhe fundit i rë dhe zanurja u është shëndru në u me umlaut. Also, noch einmal. Der Farbstift, die Farbstifte, das Heft, die Hefte, das Blatt, die Blätter, der Radiergummi, die Radiergummis, die Schere, die Scheren, der Pinsel, die Pinsel, das Buch, die Bücher. Und am Ende haben wir die Laute und Buchstaben C, K. Hör zu und sprich genau nach. Lektion 15. 5a. Hör zu und sprich genau nach. Rock. Block. Rucksack. Jacke, Waschbecken, Verstecken, Blöcke, dann machen wir mit B weiter. Lies laut, dann hör zu und wiederhole. Lektion 15. 5b. Lies laut, dann hör zu und wiederhole. Zieh den Rock und die Jacke an. Das ist mein Block. Das sind deine Blöcke. Wo ist dein Rucksack?
Wir spielen Verstecken. Also, wir sehen, dass der Laut vor dem CK kurz ist. Rock, Jacke, Block, Rucksack. Okay, das war's für heute. Unten findet ihr noch einen Quiz. Tschüss und bis nächste Woche.